Moin und herzlich willkommen zum Sonntagspunch. Heute mit etwas ernsteren Themen. Worum das so ein bisschen geht, nach einem kurzen Intro geht's los und dann erzähle ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Bis gleich. Ja, ich fange auch, glaube ich, alle doch als erstes mal mit dem Unangenehmsten an. Gestern im Livestream habe ich selber ein bisschen was in den falschen Hals bekommen und das war dann etwas ungünstig. Danach haben wir noch darüber geredet. Die Beteiligten wissen auch, worum es geht. Das ist für mich jetzt zum Beispiel so ein Zeichen, wo ich dann selber auch merke, okay, das wird alles inzwischen ein bisschen viel. Ne? Man sitzt, oder ich kann immer nur meine Sichtweise darstellen. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren ordentlich dabei in WoW, hier auch auf YouTube das eine und das andere hochzuladen. Immer präsent in den Livestreams, immer in der Gilde unterwegs. Und ich selber muss da ein bisschen Abstand von gewinnen. Was heißt ein bisschen Abstand davon zu gewinnen? Es ist so gewesen, da ist eigentlich eine super liebe Aktion geplant gewesen und die habe ich total missverstanden. Mir ging es gestern Abend noch nicht so gut und ich habe mir dann gedacht, ach komm, jetzt mach den Livestream doch nochmal an. Und ich selber habe auch gemerkt, meine Ziele, die haben sich da mal wieder ein bisschen verschoben. Das ist immer leicht gesagt, dass man da sitzt und das alles ja nur zum Spaß macht. Und das hat ein bisschen, gestern war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich vielleicht mal ein bisschen, ein klein wenig pausieren, ein bisschen weiter zurückfahren. Für nächste Woche habe ich jetzt noch komplett jeden Tag Videos drin, beziehungsweise halt für fast jeden Tag. Ja, und das ging halt leider kräftig, mächtig in die Hose. Ich selber, oder mir wurde das nachher noch aufgeklärt, das war auch eigentlich eine mega coole Aktion, nur wie gesagt, ich habe das total falsch verstanden. Das ist dann natürlich mir sauber auch ein bisschen aufgestoßen in dem Moment und ich ärgere mich auch ein bisschen über mich selbst, muss ich dazu sagen. Das ist manchmal nicht so ganz einfach und man hat auch als Streamer mal Phasen, wo es nicht so gut läuft, Phasen, wo es sehr viel Kraft kostet und dann wieder Phasen, wo es eben halt ja, einfach alles flüssig läuft. Momentan ist WoW so ein bisschen contentmäßig auch eine schwierige Nummer für mich. Da kommen dann halt einfach so viele kleine Baustellen zusammen. Und das ist der Grund, warum ich dann jetzt letztendlich sage, jetzt nehme ich erstmal ein bisschen Abstand von der ganzen Geschichte, fahre mal ein bisschen runter, fahre auch ein bisschen M+ zurück, fahre auch die Raids zurück. Also so separat irgendwo Raids noch hier und da und dort mit organisieren, das kriege ich einfach zeitlich gar nicht mehr hin. Und ich werde auch jetzt in der nächsten Zeit mich mehr ein bisschen damit beschäftigen, wo ich dann gerade Bock drauf habe. Das heißt, anstatt mal Video zu machen, setze ich mich wieder hin und werde meine Miniaturen bemalen oder vielleicht halt einfach auch mal die Füße hoch, einfach mal sagen, okay, heute Abend kein Video, dann gehe ich in die Stube, mache da einfach mal ein bisschen. Das fehlt halt alles und das fehlt mir auch. Und da ist dann so diese gefährliche Mischmasch halt entstanden, dass das dann ein bisschen zurückgegangen ist. Man selber als Content Creator, gut, YouTube und Twitch gleichermaßen, die Livestreams sind nicht das Problem, dann mache ich die Kamera an, da bin ich halt einfach da. Aber auch die ganzen Videos zu machen, das ist schon ein bisschen sehr viel Arbeit. Und ich merke auch selber, dass das vielleicht möglicherweise zu viel Arbeit ist, weil ich ja nur auch noch eine Familie habe und natürlich arbeiten gehe. Und mein Job ist nun jetzt auch nicht der einfachste Job, sagen wir es mal so. Und da kam dann halt gestern so ein bisschen sehr viel zusammen. Diejenigen, die mit dabei gewesen sind, bei denen möchte ich mich natürlich nochmal entschuldigen. Auch ich hätte da vielleicht anders reagieren müssen. Mea culpa, shit happens, es ist nun leider so gelaufen, wie es gelaufen ist. Da war auch von niemandem böse Absicht mit dabei, glaube ich. Und wir haben ja gestern noch bis um 2 Uhr nachts im Discord geredet. Wir schauen einfach mal, wie es weitergeht. Aber ich selber werde mich ein bisschen eher etwas zurücknehmen, mehr in den Livestreams da sein und werde auch nicht nur ausschließlich in WoW unterwegs sein. Denn was ich zum Beispiel lernen muss, ist auch, dass ich nicht immer da sein muss. Das ist auch so ein Punkt, man hat leicht sehr und sehr schnell das Gefühl, dass man irgendwie immer da sein müsste, man muss jetzt was machen und dieses Gefühl stellt sich halt einfach auch irgendwann ein, gerade wenn es denn du musst jetzt was liefern, damit, also das ist so meine Sichtweise, um euch das zu erzählen, du musst jetzt was liefern, damit die Leute da bleiben. Es ist Content-Flaute, die Leute spielen automatisch andere Spiele, spielen Spiele, die sie schon lange mal gerne durchspielen wollten, sind weniger online und da ist eben halt
verliert man manchmal den Fokus, wie auch Chrissy gestern zum Beispiel sagte, man muss eigentlich mehr den Blick haben für die positiven Dinge und das fällt mir momentan unglaublich schwer. Ich weiß, dass sie da sind und ich weiß auch, dass das Wichtige sein sollte. Das ist immer leicht gesagt, leichter gesagt als getan. Deswegen nehme ich erstmal ein bisschen Abstand wieder von der ganzen Geschichte und lasse das einfach so laufen, weil ich glaube auch nicht, dass gleich sofort Schnups alle weg sind. Das wäre ja auch ein bisschen zu krass eigentlich. Das ist, ja, das muss ich einfach jetzt auch irgendwie raushaben. Falls ich dem einen oder anderen da vor den Fuß getreten habe gestern, dann tut es mir natürlich auch ein bisschen leid. Das war absolut nicht so gemeint. Das war einfach ein Mischmasch aus falschen, eine Verständigung will ich jetzt nicht sagen. Einfach, ich habe es in den falschen Hals gekriegt. Das war eigentlich eine gute, positive Aktion. Und mir zeigt es halt, okay, jetzt nehme ich das ein bisschen, den Ball weiter zurück. Wird auch heute ein sehr kurzer Sonntagspunch, weil es mir dabei natürlich auch, also ich fühle mich jetzt nicht wundertoll, aber ich möchte das gerne heute so ansprechen. Ich kann mich jetzt hier nicht hinsetzen und sagen, die Welt ist alles heile, in Ordnung und alles Jukuhu. Das würde nicht funktionieren. Deswegen halt heute mal eine kürzere Form. Ich mache ein bisschen weniger, dann habe ich ein bisschen mehr Energie auch nach vorne zu kommen und ich werde auch nicht mehr versuchen, es allen Leuten recht zu machen, sei es in die M-Plus-Richtung oder sei es in irgendeine andere Richtung für irgendwelche anderen Spiele oder was auch immer. Ich mache das, was ich mache und vielleicht ist das, glaube ich, auch tatsächlich der richtige Weg, egal welche Zahlen wo im Raum stehen. Auch das ist immer sehr, sehr schwierig als Content-Creator, weil man da halt viel Zeit reinsteckt, wachsen im Laufe der Zeit natürlich auch gewisse Erwartungen, aber da muss ich vielleicht auch lernen, für mich das zurückzuschrauben. Möglicherweise vielleicht auch mal sagen, wenn es mal nicht so gut ist, okay, dann mache ich halt den Livestream nicht. Schauen wir einfach mal, wie es da weitergeht. Ich werde die nächsten Tage natürlich auch noch weiter drauf rumdenken. Das ist auch ein Thema, das mich sehr beschäftigt irgendwo und wir schauen dann einfach mal. Falls du da Anmerkungen, Kritik und so hast, schreib mir das ruhig. Also ich bin auch wirklich so ein Mensch, man muss mir das manchmal direkt sagen. Dann weiß ich da auch Bescheid. Das ist nicht immer so ganz einfach. Trotzdem vielen Dank, dass du dir den Sonntagspunch heute angeguckt hast. Wir sehen uns im nächsten Video beziehungsweise vielleicht auch im Livestream. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank fürs Angucken des Videos. Weser meldet sich ab. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren. Coole Sache, draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.